gesetzliche Rentenversicherung nach. Und wir werden auch aus gegebenem Anlass etwas zum Afghanistan-Mandat der Bundeswehr, das diese Woche im Bundestag behandelt werden soll, sagen. Das an zweiter Stelle. Zunächst beginnen wir mit dem Thema Rentenpolitik und Herr Bartsch wird beginnen. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das Thema Rente ist ein Thema, was alle in der Gesellschaft betrifft. Wir haben jetzt im Wahlkampf eine Situation, dass die anderen Parteien zu diesem Thema sich mehr oder weniger wegducken. Armin Laschet redet gar nicht gern über die Rente, Annalena Baerbock nur beiläufig und Olaf Scholz hat zuletzt ja den Vorschlag gemacht, dass man mit Aktien die Rente aufbessern sollte. Wir als Linke haben da wirklich eine gänzlich andere Position und sehen das als zentrales Thema an. Ich will auch auf die letzte Legislatur noch einmal verweisen. Da rühmen sich jetzt Union und SPD in besonderer Weise mit der Grundrente. Ich sage noch einmal ganz klar, das, was Herr Heil damals als Vorschlag unterbreitet hatte, das war ein Vorschlag, den wir durchaus hätten mittragen können. Der ist aber im Laufe des Verfahrens extrem verwässert worden. Ja, jede und jeder, der jetzt etwas mehr bekommt, findet das vernünftig. Aber insgesamt ist es leider so, dass die Grundrente nicht gegen Altersarmut hilft. Sie haben unser Papier mit den entsprechenden Punkten bekommen. Ich möchte vor allen Dingen dafür werben, und das machen wir gemeinsam, dass in diesem Wahlkampf das Thema Rente ganz, ganz weit oben steht. Denn wir haben eine Situation, dass schon jetzt jeder Dritte, der 40 Jahre lang Beiträge gezahlt hat, aktuell eine Rente von unter 1.000 Euro erhält. Das ist und bleibt für uns ein völlig inakzeptabler Zustand. In der Zukunft wird das alles noch unsicherer sein. Und ich will vor allen Dingen daran erinnern, dass die Leistungsträger der Gesellschaft, also die Alten- und Krankenpfleger, die Hebammen, die Supermarktverkäuferin, die Paketboten, die wir so beklatscht haben, das werden diejenigen sein, die nach bisherigem Stand dann wirklich in Altersarmut fallen. Denn die jetzige Situation, 6,3 Millionen der Vollzeitbeschäftigten verdienen derzeit so wenig, dass ihre Rente nach 45 Jahren unterhalb von 1.100 Euro netto liegen wird. Das alles muss verändert werden. Deswegen ist Dreh- und Angelpunkt der nächsten Legislatur eine große Rentenreform. Wir haben das in unserem Wahlprogramm eindringlich formuliert. Und wir sagen ganz klar, der entscheidende Punkt wird sein, dass alle in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, also auch Beamte, auch Selbstständige und auch Politikerinnen und Politiker. Da haben in der letzten Legislaturperiode wir einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Wir haben das im Parlament diskutiert. Was mich freut ist, dass es jetzt durchaus eine Offenheit auch bei Sozialdemokraten, Grünen und sogar bei der FDP gibt, hier zu einer deutlichen Veränderung zu kommen. Das wäre dringend wichtig, es war nur ein Symbol, aber es ist ein Schritt, damit wir wirklich zu einer gesetzlichen Rente kommen, die Altersarmut verhindert und die den Lebensstandard im Alter erhält. Ich will deutlich sagen, dass wir in diesem Zusammenhang der Abgeordneten auch das Thema der Minister angesprochen haben. Ich finde es skandalös, dass jemand wie Andi Scheuer nach 4 Jahren eine Pension von 4.500 Euro bekommt und eine Pflegekraft müsste dafür ca. 155 Jahre arbeiten. Das ist ein totales Missverhältnis und das muss verändert werden. Blaupause für die Rente ist für uns Österreich. Nach dem österreichischen Modell, Sie wissen das, ist es so, dass im Durchschnitt die Rentnerinnen und Rentner dort im Durchschnitt 800 Euro mehr bekommen als in Deutschland. Warum schauen wir nicht dahin? Und zwar ohne Rente, ohne Riester-Rente, ohne Rente ab 65 und so weiter. Und man kann auch in die Niederlande schauen. Dort gibt es eine Mindestrente, die den Namen verdient. Die beträgt in den Niederlanden 1.218 Euro. Niemand erhält weniger. Eine große Rentenreform ist finanzierbar. Das wird ja immer gesagt, das ist alles nicht drin. Nein, es ist finanzierbar, auch wenn wir ein Rentenniveau, das wir vorschlagen, wie bei Helmut Kohl, von 53% anstreben. Helmut Kohl war kein Linksradikaler, wie ich gerne in letzter Zeit sage. Und deswegen kann das auch nicht der Punkt sein, der nicht durchsetzbar ist. Gestatten Sie mir eine letzte kurze Bemerkung zum Thema Ostrenten. Weil ich will in dieser Frage Angela Merkel deutlich kritisieren. Sie war das, die im Jahre 2005 gesagt hat, in dieser Legislatur werden die Ostrenten angeglichen. 2005.
Und zum Ende Ihrer Amtszeit ist es immer noch nicht vollzogen. Ich habe Sie vor einigen Wochen dazu aufgefordert, dass vielleicht als letzten Schritt Ihrer Amtszeit als Kanzlerin umzusetzen und die Ostrenten anzugleichen. Das ist aber nicht geschehen. Deshalb ganz klar und eindeutig, dieser Punkt wird bei uns auf der Agenda bleiben. Und nur mit der Linken wird er auch umgesetzt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass gleiche Lebensleistung auch mit einer gleichen Rente vergolten wird. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das Thema Rente ist ein entscheidendes Thema für die Linke, ein wichtiges Thema als Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit. Für uns ist der Maßstab, dass Menschen in Würde leben. Und das heißt eben nicht, dass die Rente einfach irgendwie knapp zum Leben reicht, dass man seine Miete bezahlt, sondern dass Menschen eben auch im Alter in Würde leben können. Und wir wollen nicht hinnehmen, dass Menschen eine so kleine Rente haben, dass sie gezwungen sind, Flaschen zu sammeln oder bis ins hohe Alter noch zu arbeiten, weil die Rente einfach nicht zum Leben reicht. Dietmar hat eben schon ausgeführt, wie Rente finanzierbar wäre, wenn alle einbezahlen, wenn wir ein solidarisches Rentensystem hätten, das in den letzten Jahren immer weiter zerstört wurde. Ich will den Punkt noch anmerken, dass die Debatte, die wir gerade erleben über die Erhöhung des Renteneintrittsalters, eine unverantwortliche Diskussion ist und eine Diskussion, die wir für völlig falsch halten. Wir haben im letzten Jahr die sogenannten Systemrelevanten beklatscht und bejubelt, die in der Corona-Krise den Laden am Laufen gehalten haben, was diesen Menschen mehr helfen würde als warme Worte. Und ein Dank wäre die Rücknahme der Rente erst ab 67 und sofortiges Aufhören, darüber zu reden, das Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen. Weil wir wissen eben, wenn wir im Bereich der Pflege uns umschauen und an der Stelle herzliche Grüße an die Beschäftigten von Vivantes und der Charité, die ja heute in den Warnstreik getreten sind, um für bessere Bedingungen in der Pflege zu streiken. Wir wissen, dass Pflegekräfte natürlich nicht bis 67 arbeiten können. Sie können auch nicht bis 65 arbeiten. Sondern im Durchschnitt gehen sie mit 60,9 Jahren in Rente und müssen dann eben hohe Abschläge hinnehmen, weil man eben nicht bis ins hohe Alter Menschen heben und pflegen kann, nicht bis ins hohe Alter in Schichten, in der Nachtschicht arbeiten kann. Und deswegen ist die Rente ab 67 für all diese Menschen ein Schlag ins Gesicht, ob das die Pflege ist oder die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, die Menschen, die auf dem Bau arbeiten oder in anderen Berufen des Handwerks, wo man eben unmöglich bis 67 oder gar noch länger arbeiten kann. Fast 15% der älteren Menschen sterben derzeit vor ihrem 65. Geburtstag und bereits jetzt gehen knapp ein Viertel, also 22,5%, mit Abschlägen in den Ruhestand. Und deswegen sagen wir, jeder muss spätestens mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können. Und wer 40 Jahre lang Beiträge gezahlt hat, soll bereits ab 60 abschlagsfrei in Rente gehen. Deswegen gehen können. Das ist ein wichtiger Punkt für uns, diese Debatte über das Renteneintrittsalter. Und deswegen Rücknahme der Rente ab 67. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für uns. Wir fordern als Linke eine solidarische Mindestrente. Und das bedeutet eben, dass die Grundrente der Großen Koalition, die schützt nicht vor Altersarmut. Wir brauchen eine solidarische Mindestrente von 1.200 Euro, die eben auch wirklich einen gewissen, also einen Lebensstandard auch schützt und Menschen vor der Armut bewahrt. Das halten wir für notwendig. Die gesetzliche Rente wollen wir stärken und ausbauen, die in den letzten Jahren ja systematisch destabilisiert wurde. Man kann Menschen nicht sagen, sie sollen privat fürs Alter vorsorgen. Wie soll das die alleinerziehende Verkäuferin, die vielleicht schon Probleme hat, in der Stadt ihre Miete zu bezahlen, wie soll die privat fürs Alter vorsorgen und noch jeden Monat Geld zur Seite legen? Nein, wir müssen die gesetzliche Rente stärken. Das ist absolut notwendig. Und deswegen ist das für uns eben ein entscheidendes, ein wichtiges Thema, die Altersarmut zu bekämpfen. Und da reden wir natürlich auch gerade über viele Frauen, über viele Menschen, die ihr Leben lang zu Niedriglöhnen gearbeitet haben, die also jetzt schon wissen in ihrem Erwerbsleben, dass sie vermutlich in der Altersarmut landen werden. Deshalb hat die Linke das Thema Rente auch ja auf
auf ein Plakat gemacht deutlich gemacht, dass das Thema Rente für uns ein ganz entscheidendes ist. Und ich finde, in diesem Wahlkampf sollte es auch wirklich darum gehen, wie können wir Rente zukunftssicher gestalten und Menschen im Alter ein Leben in Würde garantieren. Zufragen. Frau Palzer, bitte. Ja, natürlich die übliche Frage zur Finanzierung. Also insbesondere die Geschichte, dass die Beamten jetzt dann auch in die Rente einzahlen sollen, stellen natürlich Fragen nach dem Verfahren. Also ab wann wollen Sie da so eine Art einen Termin einziehen, wo Sie sagen, ab dann müssen alle Beamten in die Rente einziehen, dann dauert es natürlich noch ewig, bis das System davon profitiert. Oder sagen Sie, nee, wir sagen jetzt zum Beispiel, wenn wir an die Regierung kommen, dann machen wir das. Das würde aber dann bedeuten, dass Beamtinnen und Beamten natürlich bestimmte Privilegien verlieren. Also Sie haben ja Finanzierung und Beamte gefragt. Ich will zunächst zu dem Thema Finanzierung etwas sagen. Und da ist uns wichtig, dass alle einzahlen ein Punkt ist. Es geht aber auch um die Beitragsbemessungsgrenze als ein wichtiger Punkt. Und wir sagen aber auch ganz klar, natürlich wird Rente weiter aus dem Bundeshaushalt bezuschusst werden müssen. Das ist völlig klar. Das wird jetzt sind 100 Milliarden, das ist ja nicht unsere Verantwortung, aber da brauchen wir ein anderes Verhältnis dazu. Aber das ist, wie gesagt, Blick nach Österreich, da kommt eben auch dazu, dass eben wirklich paritätisch eingezahlt werden muss. Also ein gesamter Komplex, das ist finanzierbar. Und was die Überführung betrifft, ist es natürlich nicht so, dass das mit einem Federstrich, wenn das die Linke versprechen würde, wäre das unseriös. Sondern es ist ähnlich wie bei Politikerinnen und Politikern. Dann gibt es einen Punkt und von da an zahlen alle ein, die neu dazukommen. Und ansonsten muss man das Freiwilligkeit. Wir können niemanden zwingen. Das ist doch ganz klar, das, was eingezahlt ist, auch an Pensionen, das sind Eigentumsrechte, da will die Linke nicht rangehen. Das ist auch absurd. Das würde verfassungsrechtlich nie Bestand haben. Aber man muss endlich die Weichen stellen. Schauen Sie, in der letzten Legislaturperiode, die Älteren erinnern sich, da war Andrea Nahles Ministerin auf diesem Feld. Und das war eine, die genau diesen Punkt vor Tische, also vor der Wahl, als einen Punkt benannt hat, dass auch die Beamten überführt werden sollen. Das ist eine Herkulesaufgabe und nicht leicht, aber man muss es endlich angehen. Man muss auch die damit verbundenen riesigen Lasten, die ja auf den Landes- und Bundeshaushalten im Moment liegen, die kann man damit verändern. Also dieser Prozess ist nicht, wenn wir dann alle, das ist absurd, das ist auch unrealistisch, sondern es wird ein Prozess sein. Aber wenn wir ihn nicht beginnen, so wie in Österreich, wo alle einzahlen und wo man dann in einigen Jahren hinkommt, dann machen wir etwas falsch. Also es ist finanzierbar mit all den Punkten, die genannt sind. Wie gesagt, Sie haben das schöne Handout bekommen. Und es ist so, dass wir dort auch einen Beitrag leisten, wirklich zum sozialen Ausgleich. Und das trifft insbesondere auch die Symbolik, das will ich noch mal darauf verweisen, der Politikerinnen und Politiker. Ich habe sogar da eine gewisse Zuversicht, dass man das in der nächsten Legislaturperiode hinbekommt, weil die Offenheit dafür ist größer geworden bei all denjenigen, die davon etwas verstehen. Wir können das nicht erklären und wir können diesen Wahnsinn, ich habe Andi Scheuer als Beispiel gesagt, 4.500 Euro bekommt er nach seinen 4 Jahren. Also jetzt will ich gar nicht darüber reden, ob er die verdient hat. Und 155 Jahre muss eine Pflegekraft arbeiten. Da ist im Land etwas schief, nirgendwo in irgendeiner Weise vermittelbar. Herr Vogt, ja, Herr Barth, zwei Fragen. Wenn Sie finden, dass das Thema Rente im Wahlkampf nicht die eine große Rolle spielt und die Linken das jetzt aufgreifen, müssen Sie erklären, dass sich das ganze Rentefeld damit zusammen, dass die eigentlichen Probleme bei der Rente erst noch kommen, dass also gegenwärtig dass den Rentnern durchschnittlich noch relativ gut geht. Wir haben ganz viele Beamte, denen es nicht schlecht geht. Insgesamt, wenn man sich das Tourismus auch bei den Eltern anschaut, scheint den größten Teil der älteren Bevölkerung außer die Welt von. Also ist es ein Thema der Zukunft mehr? Und die zweite Frage, wenn das Modell Österreich so einleuchtend ist, wie erklären Sie sich, dass es nicht sozusagen, dass die Erkenntnis nicht in allen Parteien einzugreifen hat.
Also ich denke, dass es nicht nur ein Thema der Zukunft ist. Ich denke, das Thema wird in der Zukunft noch drängender werden. Aber es ist auch jetzt schon ein Thema. Also wir haben ja jetzt auch schon die Situation, dass wir Altersarmut haben, dass viele Menschen sich aber eben auch jetzt, die noch erwerbstätig sind, Sorgen machen um die Rente. Warum spielt das Thema keine so große Rolle? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch was damit zu tun hat, dass man Fehler korrigieren müsste. Also dass eben sowas wie die Riester-Rente, die Teilprivatisierung der Rente, dass man die gesetzliche Rente, die gesetzliche Rente derartig angegriffen hat, dass das ein Fehler ist, der korrigiert werden müsste. Ja? Oder eben auch die Rente erst ab 67. Und das ist ja das, wenn man mit Menschen redet, die die Rente ab 67 verteidigen und sagen, ja, die Menschen werden immer älter und der demografische Wandel und deswegen müssen ja auch alle länger arbeiten. Ja, in manchen Berufen geht das. Ja? Also als Bundestag kann man auch mit 67 noch sitzen. Aber wenn man dann mit Menschen redet und sagt, ja, aber wie stellt ihr euch das denn vor? Wie sollen denn Menschen eben im Schichtarbeit bis 67 arbeiten? Wie sollen denn Polizeibeamte oder Bauarbeiterinnen und wie sollen denn Menschen im Handwerk, also wie soll denn das in diesen Berufen funktionieren, dass man bis ins hohe Alter arbeitet, dann gibt es dann immer eigentlich keine Antwort darauf. Und deswegen, das Problem ist da, aber es ließe sich nur lösen, indem man eben auch die Probleme, die in den letzten Jahren geschaffen wurde, die eben auch zu beseitigen. Und da ist mein Eindruck, gehen die Konzepte immer noch in die falsche Richtung. Ja, also was die FDP beispielsweise vorschlägt im Bereich der Alterssicherung, hat ja mit Sicherung nicht allzu viel zu tun, sondern das ist genau die falschen Rezepte, immer weiter, also mit die Medizin, die nicht wirkt, immer weiter einzusetzen. Also deswegen glaube ich durchaus, dass das was damit zu tun hat, dass man einfach gesehen hat, die gesetzliche Rente, das ist das Entscheidende, das muss man stärken. Und man hat ja auch jahrelang diesen Unsinn erzählt, es gäbe einen Generationenkonflikt und als würden die Älteren auf Kosten der Jüngeren leben und diesen ganzen Unsinn. Es gibt keinen Konflikt zwischen den Generationen, sondern es geht um die Frage oben und unten. Es geht um die Frage der Verteilung. Und da vielleicht jetzt auch zu dem Punkt Österreich, und zu der Frage, warum wird das nicht einfach gemacht? Ja, natürlich, es hat was mit Umverteilung zu tun. Die Beitragsbemessungsgrenzen anzuheben bzw. aufzuheben, führt natürlich dazu, dass Menschen auch stärker zur Kasse gebeten werden für die Rentenversicherung, um eben andere zu entlasten und um eben die gesetzliche Rente für alle zu garantieren. Und natürlich hat die Riester-Rente und andere private Vorsorge, hat ja natürlich, davon haben ja auch Konzerne profitiert. Und deswegen ist es eine Frage von Umverteilung und von Gerechtigkeit. Und deswegen glaube ich, dass das ein Grund ist, warum es in diesem Wahlkampf leider nicht die Rolle spielt, die es eigentlich spielen müsste. Aber nicht, weil es nicht heute schon ein drängendes Problem ist. Es ist ein drängendes Problem. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die mir wirklich sagen, sie müssen schauen, ob sie eben die 3 Euro haben, um in die Stadt zu fahren und sich mit Freundinnen zu treffen. Die sagen, sie müssen wirklich nach der nächsten Mieterhöhung irgendwie schauen, wie sie überhaupt noch über die Runden kommen. Menschen, die sagen, ich möchte auch meinen Enkeln ein Geschenk, was zum Geburtstag schenken. Ich möchte die finanziell unterstützen und merken, wie eng da die Grenzen sind. Also das Problem ist heute schon da. Und gerade eben bei den Frauen, es sind eben insbesondere die Frauen, die im Alter arm sind. Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit, die wir bekämpfen müssen. Ich kann nicht erkennen, dass das, was Sie heute vorliegen, über das, was im Bundesverfahrensprogramm der Partei steht, hinausgeht. Ist das richtig? Das ist, also wir vertreten das, was in unserem Programm natürlich... Ja, das ist jetzt nicht dazugekommen. Ja. Genau, es ist, wir haben ja in unserem Bundestagswahlprogramm einige Konzepte drin. Wir haben ja auch ein Steuerkonzept, das hatte Dietmar vor 2 Wochen, glaube ich, vorgestellt, das Rentenkonzept. Also von daher, aber klar ist natürlich, wir haben ein Wahlprogramm, das gilt. Und deswegen die Menschen, die uns wählen, können auch davon ausgehen und sicher sein, dass wir das, was in unserem Wahlprogramm steht, eben dann nach der Wahl auch umsetzen möchten. Von daher ist die Frage zu beantworten. Weitere Fragen? Das kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Der Parteivorstand der Partei Die Linke hat gestern Abend getagt und sich über den Mandatsantrag verständigt. Und Janine Wissler wird dazu etwas sagen. Ja, wir sehen alle die Bilder aus Afghanistan. Wir sehen die Bilder vom
Flughafen in Kabul. Und ich denke, wir sind alle erschüttert darüber. Die Bilder, wo Menschen sich an Flugzeugen festklammern, wo Menschen ihre Säuglinge den US-Soldaten übergeben aus Angst um deren Leben. Und wir wissen gar nicht, wie die Situation in den Provinzen ist. Deswegen haben wir ja auch deutlich gemacht, dieser Bundeswehreinsatz ist gescheitert. Der Einsatz der NATO-Truppen ist gescheitert. Es ist ein Desaster. 20 Jahre Krieg in Afghanistan hat das Land nicht sicherer gemacht, nicht friedlicher gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen befürchten, dass die Taliban Zugriff hat auf das militärische Gerät und auch auf die ausgebildeten Kämpfer, die ja in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, wurde ja die afghanische Armee vom Westen ausgebildet. Das ist eine furchtbare Situation. Und ich war selber gestern am Sonntag bei der Demonstration, bei der Kundgebung vorm Kanzleramt gewesen, wo ja 1000 Menschen demonstriert haben für die Aufnahme von Menschen, die in Afghanistan in Gefahr sind. Ich habe gehört, wie groß die Verzweiflung ist der Menschen, die Verwandte in Afghanistan haben, die immer wieder versuchen, den Krisenstab des Auswärtigen Amtes zu erreichen, hinzuweisen auf das Schicksal ihrer Familien. Und ich muss wirklich sagen, die Bundesregierung hat die Menschen in Afghanistan im Stich gelassen. Ich finde, es ist wirklich eine Schande, dass man 65.000 Liter Bier ausfliegt, aber die Ortskräfte dort im Stich lässt und auch die Menschenrechtsaktivisten und die Frauenrechtlerinnen. Und dass jetzt alles ernsten Ortskräften gesagt wird, ja, ihr könnt ausreisen, aber eure Söhne müssen da bleiben, was natürlich dazu führt, dass diese Menschen sich nicht ausfliegen lassen. Schockiert habe ich gelesen, dass die GEZ jetzt sogar Prämien anbietet für ehemalige Mitarbeiter, die sich bereit erklären, dort zu bleiben und auf Rettung verzichten. Das ist so zynisch, das erinnert mich daran, dass es vor ein paar Jahren ja auch Prämien gab für Leute, die in Anführungsstrichen freiwillig nach Afghanistan ausreisen, die dann noch eine Prämie bekommen haben. Das ist alles unverantwortlich und deswegen kritisieren wir die Bundesregierung, den Außenminister, den Innenminister, die Verteidigungsministerin, den Entwicklungsminister, aber natürlich trägt die gesamte Große Koalition eine Verantwortung dafür, nämlich auch die Kanzlerin und der Vizekanzler. Und deswegen sagen wir jetzt, wir müssen darüber diskutieren, dass diese Einsätze gescheitert sind. Wir müssen auch über alle anderen Bundeswehreinsätze reden. Das sagt ja mittlerweile die Verteidigungsministerin. Aber in diesen Tagen muss es vor allem darum gehen, so viel wie möglich Menschen zu retten, zu evakuieren, die keine bürokratischen Hürden, sondern wirklich deutlich zu machen, dass nicht nur die Ortskräfte, sondern auch eben die besonders gefährdeten Personen ausgeflogen sind. Wir haben uns gestern auch im Parteivorstand dazu verständigt und diskutiert, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Für uns ist klar, die Forderung, so viel wie möglich Menschen ausfliegen. Sofort der Abschiebestopp nach Afghanistan, den es ja seit einer Woche erst gibt, der muss natürlich verstetigt werden. Das heißt auch, dass die Menschen aus Afghanistan, die seit vielen Jahren hier leben und überhaupt keine Perspektive haben, nicht arbeiten dürfen, nichts, ja, dass die jetzt dringend eine Perspektive brauchen. Und deswegen haben wir uns verständigt und gesagt, wir halten das für absolut richtig und für absolut notwendig, dass die Menschen gerettet werden. Wir müssen die Menschen ausfliegen. Da hat Deutschland eine Verantwortung. Wir halten die Umsetzung durch diese Bundesregierung für katastrophal. Also wir hören immer noch davon, dass Menschen abgewiesen werden, die nicht auf Listen stehen, dass Bundeswehrflugzeuge mit viel zu wenig Menschen an Bord starten. Und deswegen haben wir gesagt, auch mit Blick auf diesen Mandatstext, in dem ja auch das Wort Ortskräfte gar nicht vorkommt, sondern nur von designierten Personen nach Kapazität die Rede ist und ansonsten vor allem von deutschen Staatsbürgern, haben wir gesagt, in dieser Umsetzung können wir dem nicht zustimmen. Für uns wäre das Entscheidende, dass wirklich alle Ortskräfte gerettet werden, und zwar mit ihren Familien, die nicht vor solche furchtbaren Entscheidungen getroffen werden, ihre Kinder zurückzulassen, und dass die Menschenrechtsaktivisten, die Frauenrechtlerinnen, dass die mit ausgeflogen werden. Das ist für uns das Entscheidende, und deswegen haben wir als Parteivorstand jetzt gesagt, wir halten eine Enthaltung für richtig. Das heißt, keine Blockade, natürlich nicht, kein Nein zur Rettung. Wir wollen die Menschen retten, aber die Bundesregierung setzt das katastrophal um. Und deswegen hat das unsere Kritik. Wir unterstützen alle Initiativen, ob das Seebrücke ist, ob das die afghanischen Organisationen sind, die sich dafür einsetzen, jetzt so viel wie möglich Menschen über eine Luftbrücke auszufliegen, zu retten. Die haben unsere volle Unterstützung und unsere Solidarität haben all die Menschen, die in Afghanistan gefährdet sind. Herr Maurer, ich wollte fragen, habe ich Sie richtig verstanden, wenn jetzt in dem Mandatstext beispielsweise Ortskräfte aufgenommen wäre und sozusagen diese Forderung, dass alle Menschen gerettet werden, es aber eine Militäroperation bleibt, dann könnten Sie sich auch auf Ja einigen?
Wir haben ja in dem Beschluss, den wir gestern gefasst haben, deutlich gemacht, was unsere Kritik daran ist. Und dass wir gesagt haben, zum einen ist das Problem, es ist ein robustes Mandat. Da sehen wir keine Notwendigkeit, weil das Ausfliegen findet ja ohnehin gerade auch in Koordination statt. Also, dass es ein robustes Mandat ist, ist unsere Kritik, weil das natürlich auch ein Eskalationspotenzial birgt. Und das andere ist in der Tat, wie Sie sagen, dass der Kreis viel zu begrenzt ist. Also es geht ja auch um Menschen, die dann eben erst die letzten 2 Jahren für die Regierung gearbeitet haben, nicht die Menschen, die vor 2013 für die Regierung gearbeitet haben und so weiter. Also von daher sagen wir, so wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall nicht zustimmungsfähig für uns, so wie die Bundesregierung es jetzt eingebracht hat. Und wir haben deutlich gemacht, was wir stattdessen wollen, nämlich dass mehr Menschen gerettet werden und das militärische Eskalationspotenzial gesenkt wird. Bitte. Ich muss mal kurz nachfragen. Ihnen ist doch klar, dass die Berichterstattung oder die Schlagzeile sein wird. Die Linken stimmen diesem Einsatz nicht zu, sind ja inhaltlich der Stimmen. Hätten Sie nicht dieses eine Mal über die Stadt sprechen können und sagen können, okay, das passt jetzt nicht alles, was da drin steht in dem Text, aber grundsätzlich ist es ja richtig, Sie befürworten ja, dass die Bundeswehr Menschen ausgibt, stimmen eben zu. Das Problem ist, dass die Bundesregierung die Menschen zum zweiten Mal im Stich lässt. Und deswegen geht das nicht, also wir machen uns das nicht leicht, wenn wir diskutieren das sehr genau. Es geht nicht um über den Schatten springen, sondern es ist die nachträgliche Mandatierung jetzt der Evakuierungsaktion, die bereits läuft. Unsere Befürchtung ist, dass viele Menschen nicht rauskommen werden, die jetzt noch in Kunduz sitzen, die in Mazar-i-Sharif sitzen, ja, die überhaupt nicht gerettet werden konnten, jetzt aus den Provinzen. Und deswegen sagen wir, ja, wir sind für die Rettung, deswegen stimmen wir nicht, wollen wir nicht dagegen stimmen, ja, aber die Umsetzung, die ist, weil die Menschen alleine gelassen werden, im Stich gelassen werden. Wir versuchen, man versucht, diesen Krisenstab zu erreichen, man versucht, die Namen von Leuten durchzugeben. Und die Art und Weise, wie Menschen teilweise auch unter Druck gesetzt werden, eben durch Prämien dort zu bleiben und sich der Gefahr auszusetzen, da können wir nicht sagen, so wie die Bundesregierung macht, ist das gut und ist das richtig. Und deswegen finde ich, um diese Kritik zu formulieren, das ist ein gangbarer Weg. Damit machen wir deutlich, natürlich stehen wir nicht dagegen und lehnen das nicht ab, ja, aber wir können dieser Art der Umsetzung, weil viel zu wenig Menschen gerettet werden, weil das Wort Ortskräfte im Mandatsbeschluss nicht mal vorkommt. Und da habe ich überhaupt kein Vertrauen mehr zu dieser Bundesregierung. Ja, wer die Leute so schäbig behandelt und so im Stich lässt, wer bis letzte Woche Afghanen aufschieben will. Ja, also deswegen will ich das auch nur sehr deutlich sagen, wer die Leute im Stich lässt, das ist ganz sicher nicht die Linke, die seit Jahren für einen Abschiebestopp kämpft, die seit Jahren sich für Bleiberechtsregelungen für Afghanen einsetzt und die seit Jahren diesen Krieg abgelehnt hat, im Stich gelassen hat, diese Bundesregierung die Leute. Und das muss man auch in einem Abstimmungsverhalten ein Stück weit dokumentieren. Deswegen gehen wir mit allen auf die Straße, die fordern, mehr Menschen aus Afghanistan aufzunehmen und zu evakuieren. So wie die Bundesregierung macht, das ist falsch. Vielleicht 3 ergänzende Sätze. Also ich sehe das so, dass der Afghanistan-Einsatz auf den 16 Jahren Angela Merkel der schwärzeste Punkt überhaupt ist. Was wir dort für ein Desaster erleben, jetzt, sowohl was den überstürzten Abzug mit all den Folgen betrifft, das, finde ich, muss in ganz anderer Weise aufgearbeitet werden. Es müssen ganz andere Schlussfolgerungen gezogen werden. Die Interventionspolitik des Westens ist grandios gescheitert. Das ist die Sachlage. Ich will das nochmal unterstützen. Wir sagen ein ganz klares Ja, dass Leute dort gerettet werden, ohne Wenn und Aber. Ganz klar unsere Position. Aber dann muss man schon schauen, was auch real passiert. Und da allerdings gibt es so viel zu kritisieren. So viel zu kritisieren an dem, was die Regierung dort derzeit veranstaltet. Und wir sehen, wir lassen uns ja immer sehr von Bildern prägen, was ja auch in Ordnung ist. Wir sehen Bilder vom Flughafen und ein klein wenig aus Kabul. Die Situation dort ist viel, viel schlimmer. Und deshalb, wir werden da intensiv auch in der Fraktion morgen darüber reden. Und wir werden auch sehr deutlich machen in der Debatte am Mittwoch, was unsere Kritikpunkte an dem Agieren sind. Denn jetzt auf einmal über ein kleines Mosaiksteinchen zu reden und nicht Grundfragen zu stellen, was haben wir dort eigentlich gemacht, was machen wir weiterhin? Mit dem Blick nach Mali und in andere Regionen. Das, finde ich, ist extrem dringend. Und deswegen ist diese Auseinandersetzung auch so wichtig. Die wird bei uns ganz oben stehen. Und da ist überhaupt kein Widerspruch zu der klar gemachten Ansage. Selbstverständlich, wir wollen. Wir haben den Antrag gestellt, wie die Grünen, schon sehr, sehr frühzeitig, dass die Leute dort rausgeholt werden.
Und jetzt gibt es die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Das ist für uns völlig inakzeptabel. Im Juni haben wir den Antrag gestellt und nur Linke und Grüne haben für die Evakuierung damals gestimmt. Und wir haben seit Jahren haben wir uns im Innenausschuss dafür eingesetzt, dass afghanische Ortskräfte, dass da die Aufnahmebedingungen erleichtert werden. Da ist nichts passiert. Aber wir setzen uns wirklich seit Jahren dafür ein, diesen Menschen zu helfen. Union, SPD und AfD haben dagegen gestimmt. Und die FDP sich enthalten. Wir haben dem Antrag der Grünen zugestimmt, wie sich das gehört. Und einen eigenen gehabt. Genau, einen eigenen sowieso. Frau Mauer hatte noch eine Nachfrage und dann eine letzte Frage von Frau Palzer. Und damit würde ich mit Blick auf die Zeit, weil Herr Bartsch hat einen ganz wichtigen Termin, der sitzt sieben Stunden auf Kohlen. Bitte. Also Sie haben gesagt, Sie sehen sozusagen auch für das robuste Mandat keine Notwendigkeit. Jetzt unabhängig davon, sozusagen, welche Unterlassung zu der Lage geführt hat, dass die Ortskräfte nicht rechtzeitig rausgeholt wurden. Welche Möglichkeit sehen Sie denn in der aktuellen Lage an diesem Flughafen, auch mit den 15 Nationen, die da vor Ort sind, auch militärisch, Menschen jetzt in der Lage dann zu retten, außer mit einem robusten Mandat der Deutschen? Ja, also ein robustes Mandat, also ein nicht robustes Mandat, schließt ja das Selbstverteidigungsrecht ein. Ne? Aber ich meine, im Mandatstext der Bundesregierung steht ja selber drin, dass es in Koordination oder in Absprache mit der afghanischen Regierung, mit den afghanischen Machthabern geschieht. Und es ist doch vollkommen klar, dass, ich meine, die Bundesregierung spricht ja jetzt auch gerade, der deutsche Botschafter spricht ja mit den Taliban in Doha und das wird ja verhandelt. Und deswegen kritisieren wir dieses robuste Mandat und halten das für nicht notwendig. Also das heißt, wir halten den Mandatsbeschluss militärisch für zu weitgehend. Und was den Kreis der Menschen angeht, die gerettet werden sollen, halten wir ihn viel zu begrenzt. Und es ist eben nicht nur so, dass da drin steht Nachkapazität, sondern dass im Moment sehr viel weniger Leute eben auch ausgeflogen werden, die als ausgeflogen werden könnten. Und das ist unsere Kritik daran. Ich möchte auch noch mal nachfragen, dieses Mandat, andersrum, ich frage mal so, haben Sie eine Idee, wie man zurzeit Menschen rausholen kann, wenn man nicht massiv auch mit Waffen, also oder bewaffnet, dort sein kann, dort vor Ort ist? Also sehen Sie als Linke eine Variante, die es besser machen würde, dort mehr Menschen rauszubekommen? Momentan wirkt diese Enthaltung doch so, würden alle Parteien das jetzt so entscheiden, hätten wir dieses Mandat nicht, dann würden wir doch niemanden dort mehr rausbekommen. Die Linke sagt nicht, dass wer sonst, Sie haben völlig recht, die Bundeswehr, ja, wer denn sonst? Genau. Die Bundeswehr muss dort Leute rausholen, so viel es geht. Das sagen wir nochmal, also Janine hat das gesagt, ich sage das, so viel wie es irgend geht, müssen wir dort rausholen, ist doch völlig klar. Aber was wir natürlich nicht machen wollen, ist zu einem Mandat zu kommen, was letztlich eine Verlängerung des Militärischen auf ganz Afghanistan, das ist auf keine Region begrenzt, auf nichts. Das ist das, man muss doch bitte dann auch mal schauen, was steht dort im Text, ansonsten deutliches Ja zur Rettungsaktion auch der Bundeswehr, weil wir hätten das gerne anders gehabt. Aber es ist vorbei. Da haben Sie auch völlig recht. Es gibt jetzt keine Möglichkeit. Wir können weder die Lufthansa noch sonst wen dorthin schicken. Das ist so. Das ist der Ist-Zustand. Den haben wir nicht zu verantworten. Wir können auch nicht im Nachhinein, und andere versuchen ja jetzt das zum Thema, nee, wir wollen andere Fragen stellen. Wir wollen andere Fragen stellen. Das ist die Sachlage. Und ehrlich gesagt, das Mandat läuft, das findet sowieso statt. Das ist alles ein Stück weit eine Farce, was stattfindet. Das muss ich auch mal so deutlich sagen. Und deswegen finde ich Kritik an dem, was real vorliegt, die ist durchaus berechtigt. Aber der erste Satz ist und bleibt, alles tun, dass möglichst viele Leute rausgeholt werden. Und natürlich mit wem denn sonst? Mit der Bundeswehr oder mit Polizei. Und wissen Sie, da wird auch die Öffentlichkeit, wir erfahren einen Bruchteil von dem, was real stattfindet. Ein Bruchteil. Also unsere Kritik ist nicht, dass die Bundeswehr die Menschen ausfliegt. Natürlich. Unsere Kritik ist, dass es in Form eines Kampf, das meinte ich mit robustem Mandat, in Form eines Kampfeinsatzes, also dass das der Beschlusstext viel zu militärisch, viel zu weit, aber unsere Kritik ist nicht, dass die Bundeswehr da jetzt Menschen ausfliegt, um das nochmal sehr deutlich zu machen, ja. Sondern in dem Mandatstext selber, in dem Beschlusstext. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Herrn Bartsch, eine gute Reise. Kommen Sie gut durch die Woche und so, das waren die Spitzenkandidaten der Partei Die Linke, Janine Wissler und Dietmar Bartsch, zu der Lage in Afghanistan und ihrer Kritik dort an der Umsetzung der Evakuierungspläne. Im ersten Teil der Pressekonferenz allerdings ging es um das Rentenkonzept von der Partei Die Linke. Und das möchte ich jetzt gerne besprechen mit meinem Gast hier im Studio. Professor Timmermann-Meiner ist bei mir von der Universität Bonn. Grüße Sie herzlich. Hallo. Ich fasse mal kurz zusammen die Punkte, die das linke Rentenkonzept beinhaltet.